Covid-19 allüberall. Lasset uns husten, niesen und pusten. Covid-19, welch eine Qual. Ja, Leute. Ach ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Den Kopf so voll, Mann, da ist so viel. Ich habe mal wieder, ich meine, ihr wisst das ja, ich habe ja im Internet herumgestöbert. Ne? Und also man kann also wirklich nur noch hier, ja, das ist die einzige Möglichkeit, den ganzen Kram noch zu ertragen, indem er das hier da. Ja, ne? Man kann da nur noch satirisch dran gehen, also irgendwie ernst nehmen da im Internet. Ne? Das ist ja schon ein bisschen problematisch geworden. Ne? Wirklich problematisch geworden. Was sich da alles so rumtreibt. Ne? Und dann vor allen Dingen die Leute, die da die ganz große Klappe haben. Ne? Die Republikflüchtlinge. Ne? Hauen ab, ne? Nach Mexiko, nach Dubai. Wo habe ich den anderen da erwischt? Der ist da irgendwie auf Sri Lanka oder wo. Aber Internet gibt es da auch. Ja, da weiß man ja gar nicht. Ne? Man denkt, die sind zu Hause, die kämpfen sich hier tapfer durch die, ja, manche sagen unerträglichen Situationen. Ne? Nee, die halten da ihren Bauch in der Sonne. Ne? Ja, naja, gut, lass mal. Ne? Ja, und dann hier im Internet, da bin ich auf eine Seite gestoßen, die ist von Global Research. .ca, also Kanadier. Ne? Die tragen ja wirklich dick auf. Ne? Da haben sie hier oben eine Schlagzeile. The COVID-19 vaccine is a goal immunity or depopulation. Ne? Also ist das Ziel da hier jetzt die Immunität oder geht es da um Entvölkerung? Also wenn man das hier so liest, ja, ich kann ja mal versuchen, da so ein Bildschirmfoto zu machen, um euch das hier zu zeigen. Ihr glaubt das ja eventuell gar nicht, dass es sowas gibt. Ja? Also hier Blumenkohl, weiß ich nicht, Umschalttaste und dann die 4. Da muss ich hier so machen, dann gibt das da irgendwie, das steht da unten, fassen wir zusammen. Ja, da muss ich noch runtergehen. Ne? So, da, ne, Kamerageräusch. Jetzt habe ich ein Bildschirmfoto gemacht. So, und dann gehe ich mal hier so ein Stück runter. Da schreiben diese Kadetten da, ne, die neuen Messenger-RNA-Impfstoffe könnten die Empfänger anfällig für schwere Krankheiten oder Todesfälle machen. Ja, das wird also von vielen Leuten behauptet. Ne? Man würde also hier da geimpft, ja, und dann würde das natürliche Immunsystem, das würde dadurch sogar geschwächt oder ganz heruntergefahren. Und wenn dann irgendwas kommt, ne, dann ist man gleich krank und was man sonst überstanden hätte mit seinem natürlichen Immunsystem, ne, das könnte einen dann dahin raffen. Ne? So, ne? Dann kommst du unter der Erde. Ja. Eine zweite, Spike-Proteine können eine Immunreaktion auslösen, die zu Unfruchtbarkeit führt. Ja, wieder einmal Bevölkerungskontrolle. Also das ist ja eine Sache für sich. Ne? Das ist ja eine Sache für sich. Da habe ich ja hier mal gesucht, da in der Seite, und da kam ich hier, dann ist ja, ach, das habe ich in dem Bildschirmfoto, das könnt ihr ja selber nachlesen, ne? Da steht also, es wird erwartet, dass die Impfungen Antikörper gegen Spike-Proteine von SARS-CoV-2 produzieren. Ja, das sollen sie doch, ne? Ne? Gegen SARS-CoV-2, gegen, also, ne? soll doch schützen. Spike-Proteine enthalten jedoch auch syncytin-homologe Proteine. Die schmeißen damit Wörtern um, Syncytin-homologe Proteine, die für
die Bildung der Plazenta bei Säugetieren wie Menschen essentiell sind. Also, das hat der Wodak, ne? dieser strubbelige Doktor da, ne? Das hat er auch schon gesagt. Ne? Ja, es könnte sein, wie hat er erzählt, ich habe das noch ziemlich gut im Gedächtnis, ne? Also wenn Frauen schwanger sind, also geschwängert wurden, dann bilden sich bei ihnen da Proteine, ja, Syncytin, und dieses Syncytin würde dann dazu führen, dass sich in der Gebärmutter Plazenta bildet, ne? Also irgendwie so eine Auskleidung. Ne? Ja, und das ist nötig, weil das befruchtete Ei, das geht dann dahin in die Plazenta, ne? Baggert sich da irgendwie rein und macht sich ein kleines Bettchen da, ne? Und dockt da an. Ne? Also ohne Plazenta können die Eier noch so befruchtet sein, ne? Müssen dann abhauen. Ne? Und wenn also das Syncytin da ist, dieses Protein, dann bildet sich die Plazenta, das befruchtete Ei nistet sich da ein, dann wird da draußen ein Embryo und ein Fötus und dann, ne, da, da, tam, ne, ne, steht da, ne, geben bekannt, ne, Tochter oder Sohn geboren, meistens Sohn, ne, Stammalter, ist ja wichtig, ne, Westfalen hier, ich komme ja aus Westfalen, immer muss immer erst ein Stammalter sein. Ja. Ja, das ein hier und dann, es muss ausgeschlossen werden, dass ein Impfstoff gegen SARS-CoV-2 eine Immunreaktion gegen Syncytin 1 auslösen kann, da dies sonst bei geimpften Frauen zu einer Unfruchtbarkeit von unbestimmter Dauer führen kann. Unfruchtbar, unbestimmte Dauer, und welcher. Was ist denn die Antibabypille? Frauen nehmen die Antibabypille, ne? Hauen sich die tonnenweise rein da im Laufe ihres Lebens. Warum? Weil sie keine Kinder haben wollen. Das ist ja vielleicht auch so was. Ne? Das ist ja vielleicht auch so was. Und die Antibabypille müssen sie ja jeden Monat, ne, pro Tag immer, ne, bis auf so Pausen, müssen sie die einnehmen. Weil das verfliegt sonst. Ne? Da. Und hier. Ja, dann ist eben, wenn man geimpft ist, die Frau, dann ist das, als wenn sie eine Antibabypille genommen hätte für einen Monat oder zwei. Ja, dann ist das erledigt, ne? Machen die hier so ein Theater. Ja, ja, ja. Dann hatte ich ja hier unten noch was, hier da, fassen wir zusammen, ne? Dann fassen wir, da mache ich auch ein Bildschirmfoto von, ne? Das klebe ich dann hier rein, ja, fassen wir zusammen, ne? Abenteuerlich, abenteuerlich. Zack, ja, noch ein Bildschirmfoto, ja, ist doch toll. Wofür hat man denn den ganzen Kram? Hier oben ist das gelandet, oh, nach unten ziehen, oh, da ist es. Ja. Schreiben Sie hier, die Messenger könnte den Finger anfällig machen. Spike-Proteine können eine Immunreaktion auslösen, die zu, ach, das hatten wir ja schon. Ne? Dann der dritte Punkt, die neuen Impfstoffe enthalten Polyethylenglykol, PEG, das möglicherweise tödlich sein kann. Möglicherweise. Ne? Wenn ich die Treppe runtergehe, ne? Die Treppe, die kann möglicherweise tödlich sein. Ja, ne? Ich falle da und breche meinen Hals und bin ich tot. Ne? Also, Treppen abschaffen. Ne? Warnung vor Treppen. Nee, nee. Das ist ein Hammer. Ne? Und dann, die Versuche waren nicht lang genug, um festzustellen, ob die Impfstoffe sicher sind oder nicht. Die FDA-Zulassung bedeutet nicht sicher. Ganz im Gegenteil, die FDA wird auch auf die gleiche Weise erfasst, also irgendwie beeinflusst oder untergebuttert wie die FAA. Denken Sie an Boeing 737 Max, ja, das mit dem Flugzeug. Ne? Da haben die da zigweise Fabrik neu, ne? Noch nicht geflogen. Haben die da rumgestanden bei Boeing, ne? Konnten sie nicht verkaufen, durften sie nicht ausliefern, war gesperrt. Da waren zwei Stück, die waren runtergekommen. Wir sind da nicht vorschriftsmäßig gelandet. Ja, ne? Hat es Tote gegeben. Ne?
Die neue Regime der Covid-19-Impfstoffe ist sowohl unnötig als auch riskant. Leser sollten den Hype ignorieren und selbst recherchieren. Ja, und dann kommt man auf sowas, ne? Das ist eine Recherche, was ich hier mache. Ne? Und dann komme ich auf solche Typen da. Ja, übernehmen Sie Verantwortung für Ihre eigene Gesundheit und Ihr Wohlergehen. Ja, das tue ich doch, ne? Ich wollte mich jetzt impfen lassen. Ne? Ich habe gesagt, ach komm, dann geh doch mal hin, dann machst du das doch auch. Die hatten da so überflüssiges Zeug rumliegen. Habe ich da mit dem Arzt gesprochen. Ne? Er sagt, wie geht es Ihnen denn gesundheitlich? Ach, ich sage, weiß ich nicht. Also irgendwas ist mit meiner Darmflora, das habe ich schon irgendwie ziemlich lange. Ich hatte doch so eine benigne Prostatahyperplasie. Ne? Oh, sagt er, das kennen Sie, so man kann so aussprechen. Ja, ich sage, kann ich auch sprechen. Ne? Und ja, sagt er, was haben Sie denn gemacht? Ja, ich sage, ich kriegte da so ein Medikament von dem Doktor da, von dieser Praxis da. Und ach, das hat mich aus den Schuhen gehauen, ne? Die Fußnägel hochgerollt. Ne? Ich kriegte da also Gleichgewichtsstörungen. Ich musste mich an der Wände festhalten, damit ich nicht umkippe. Ne? Dann bin ich da hingegangen und ja, sagte, dann nehmen wir ein anderes Medikament. Ja, das ging dann. Ne? Das ging dann. Dann konnte ich wieder so richtig schön pinkeln. Aber das war dann auf die Dauer, war das dann auch nicht so richtig. Dann habe ich mich dann operieren lassen, da diese Turp. Das ist eine harmlose Sache. Ne? Kriegst du da eine Spritze, bang, war ich weg. Ne? Dann wurde ich wach. Ne? Und dann war alles vorbei. Ne? Die kratzen da irgendwie, da bei der Prostata, da kratzen die was weg, was da gewuchert war. Oder, also gutartig. Ja, und dann geht das wieder. Ne? Aber ich habe ja ein paar Jahre dieses Medikament da eingenommen. Ne? Und dann gab es da so Nachstörungen. Also ich habe so ein Kribbeln in den Füßen, so als würde ich da so auf dünnen, vibrierenden, so elektrischen Sohlen rumlaufen. Ne? Und dann habe ich so ein paar Mal am Tag, so habe ich dann so ein Kribbeln. Dann gleichzeitig aber, ne? Als wenn das eingeschaltet wird, so in den Füßen und in den Händen. Und das dauert so eine halbe Sekunde, Viertel bis halbe Sekunde, länger nicht, und dann ist das vorbei. Na, und dann habe ich aus Ärztin hat gezählt, ne? Ja, sagte sie und schrieb da so einen Zettel, ne? Und da stand dann VAPNP. Ja, das sollte ich jetzt dem anderen Doktor da geben, ne? So einen Nervendoktor. Und dann bin ich da hingegangen, habe ihm dann den Zettel gegeben, ne? Aber ich wusste, was das heißt, ne? Ich habe ja, ich meine, ich bin ja nicht ganz dumm. VA heißt Verdacht auf, ne? Und PNP, das kann man nachschlagen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich hier gerade was habe, dann würde ich euch das mal gerne zeigen. Nein, da ist nichts. Ne? PNP ist also eine Polyneuropathie. Das ist also so eine Mehrfachempfindung. Ne? Also, das heißt mit anderen Worten, dir haut einer mit dem Hammer was vor den Kopf, ne? Und du hast das Gefühl, der tritt sich in den Hintern. Ne? Dann sind die Nerven am Hintern. Die sprechen da auch an, obwohl er einen an den Kopf gekriegt hat. Ne? So ungefähr läuft das irgendwie. Da hat er sich das angeguckt, ich sage, und dann haben sie da gemessen, da kriegte ich dann unten, hier oben kriegte ich so was angeklemmt an den Ohren. Und dann hat er unten an den Füßen was angeklemmt und gedrückt, dann gab es so eine kleine Zuckung und dann hat er was gemessen, da so ein Kasten, ein Riesending mit 1000 Knöpfe und so weiter. Von, weiß ich nicht, Hewlett Packard oder von irgendwem. Und ich weiß ja, ne? Riesenkasten, viele Knöpfe, wenn du Kasten aufmachst, ist fast nichts drin. Ne? Da ist dann ein LSI und noch ein LSD und da ist eine CPU. Ja, und dann sind da so ein paar Kondensatoren und Widerstände drin. Ne? Und dann ist das irgendwo angeschlossen. Ne? Also praktisch 0,00 nix. Ne? Ne? Aber so ein Kasten drum, damit das nach was aussieht. Und oben drauf ein Monitor und dann sehen da so gehen da so Kurven spazieren. Ne? Ja, egal. Kostet einen Haufen Geld, bringt einen Haufen Geld, das ist die Hauptsache. Ne? Ja, ich hätte da eine verzögerte Leitungsgeschwindigkeit. Ne? Also, kitzeln Sie dir an die Füße, ne? Merkst du sofort. Ja? Und wenn du jetzt diese Polyneuropathie hast, ne, dann merkst du das nicht sofort, sondern
Tausendstel Sekunde später. Als wenn ich hier oben im Kopf da, in meinem Bewusstsein, in meinem Wahrnehmungsvermögen, als wenn da so eine Uhr mitläuft und sagt, oh, da kommt aber eine Tausendstel Sekunde zu spät an, ne, mit den Füßen, da geht man an den Klapsdoktor. Nee, nicht mit mir. Ne? Naja, so eins habe ich dann dem Doktor dann erzählt. Und ich sah mit der Verdauung da hin und wieder, also irgendwie die Darmflora ist auch nicht so ganz in Ordnung. Na, was soll der ganze Kram? Ne? Und ja, nö, ansonsten fühle ich mich ganz wohl. Ich habe nur von diesen scheiß Tabletten da diese Nachwirkung, dass mein Gleichgewichtssinn etwas gestört ist. Ne? Also muss immer aufpassen, also wo ich bin, ja, und im Raum mich befinde, muss ich im Wesentlichen visuell kontrollieren. Ne? Also Augen zumachen und dann so gehen, das könnte schwer werden. Ne? Und dann, ne, ich sage aber hier, das ist alles gar kein Problem, Sie können mich ruhig impfen. Aber dann möchte ich gerne von Ihnen, Herr Doktor, möchte ich dann nachweislich haben, dass Sie mich für impffähig erklärt haben und dass Sie mir persönlich auch dann die Spritze geben. Ne? Sag, alternativ können Sie natürlich auch sagen, nee, der ist nicht impftauglich, tut uns leid, ne? Weil ich sehe ja an für sich sowieso kein Risiko für mich. Ne? Da ist in der Verwandtschaft ist eine Frau, die arbeitet da in einem Krankenhaus. Ja, die haben da also multiple Abteilungen für jeden Dreck. Ne? Und die meint ja, sie wäre sowieso, wie nennen sie das da, sie hätte eine stille Feihung. Ne? Die ist also gefeit gegen praktisch alles, weil sie praktisch mit allem schon in irgendeiner Weise in Berührung gekommen ist. Bei so vielen Patienten, der eine hat dies, der andere das und der hat das. Ja, bei so vielen Patienten, da kommen natürlich sämtliche Krankheiten vor, da steckt man sich mit jeder Krankheit an und dann kommt das Immunsystem und baut dagegen was auf. Und dann ist man gefeit. Ja, man hat also sich nicht impfen lassen, ne? Man hat überhaupt keine konkreten Maßnahmen ergriffen gegen irgendwas. Ne? Also auf stille Art und Weise ist man dann gefeit. Das nennt sich dann stille Feihung. Ne? So, ja. Na, das hat aber nichts genutzt, insofern, weil ihr Mann, ne? Ich meine, tut mir leid darum, diese Verwandte da hat einen tollen Mann. Ne? Und ihr Mann, der hat also wirklich nachweislich nach der Art, wie die das heute meinen, nachweisen zu können, Covid-19 gehabt. Und dadurch, dass er jetzt Covid-19 hatte, und er hat sich da ziemlich gequält, ne? Ist also nicht, bei manchen Leuten, da geht die Krankheit rein und raus, da merken die gar nicht. Ne? Und bei manchen, da geht sie rein, die schlägt richtig ein. Ne? Und die, oh, das ist dann doch nicht sehr angenehm. Ne? Schüttelfrost und Schwitzen und ach du liebe Gott, und Elend und müde und kein Antrieb und weiß der Derbe was alles. Also wie eine ganz normale, schwere Grippe. Ne? Hat nur einen anderen Namen. Eine Grippe gibt es ja nicht mehr. Eine Influenza gibt es auch nicht mehr. Aber da waren so bekloppte Leute. Ich glaube in Kalifornien, da muss ich euch unbedingt erzählen. Da waren so eine Haufen Leute, die haben 1500 Leute genommen. Also heißt es. Ne? Ich erzähle nur, was ich im Internet gelesen und gehört habe. Die haben also 1500 SARS-CoV-2-Erkrankte genommen, haben die genau untersucht. Und was haben sie gefunden? Ne? Also überall haben sie Influenza A gefunden. Ne? Diese Viren, Rhinoviren haben sie auch gefunden und so weiter. Und ganz wenig haben sie auch gefunden, also behaupten die. Ne? Ne? Behaupten die. Ganz wenig haben sie auch gefunden, Influenza B. So. Aber da irgendwelche Coronaviren, nö, die hätten sie nicht gefunden. Ne? Da gäbe es auch kein Isolat, das wäre überhaupt noch gar nicht nachgewiesen. Das wäre eine Erfindung. Ne? Auch dieses Covid-19, das wäre so eine Erfindung, ein neuer Gattungsbegriff. Ne? Covid-19, Doppelpunkt, The Great Reset. Ne? Klaus Schwab. So. Und naja, also das ist jetzt hier die Sache da für sich. Ne? Also, ob das jetzt eine schwere Grippe ist, eine ganz normale schwere Grippe, nur ein neuer Name dafür. Ne? Ich meine, wenn ich einen VW habe, ja, und mache da die ganzen Schilder ab und klebe da drauf, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz.
Da bleibt auch noch ein VW, ne? Aber in beiden Fällen, ja, ob jetzt Mercedes oder VW, das ist ein Auto. Ja, ne? Ein Auto, ändert sich ja nichts, ne? Ja, was soll das denn? Ja, und dann haben die hier Covid-19, also haben sie doch Bedenken gehabt, das könnte ganz was Schlimmes sein und haben eine Pandemie ausgerufen und wir sehen das ja hier, ne? Shutdown und Lockdown und was sie alles machen. Ne? Und dann diese Inzidenz und PCR-Tests und so. Ich meine, ist ja im Grunde genommen, was sich da so alles getan hat und was sich da neu aufgetan hat, sind ja richtige neue Wirtschaftszweige. Ne? Also kann man doch an und für sich von Innovation reden und Wirtschaftswachstum auf eine andere Weise. Ne? Genau wie bei, ne, VW machst du runter, Mercedes machst du dran, ne? Ne? Bleibt ein Auto. Und so ist das ja. Wirtschaft ist Wirtschaft. Jetzt gehen viele kaputt. Ne? Also hier so Einzelhändler, so kleine Krämer und so weiter, die gehen alle kaputt. Ne? So Buchläden sind da am Stöhnen, Knopfläden, ne? Und dann Tapetenläden und so. Aber Tapeten kriegst du auch in der Baumärkte, ist alles abzuwenden. Ne? Ja, die sind alle am Stöhnen. Dann verlagert sich das, ne? Dann verlagert sich das. Ja, und dann heißt es ja, wer ist denn dahinter? Die wollen da jetzt hier eine neue Weltordnung einführen. Ja, die wollen die gesamte Gesellschaftsordnung umkrempeln. Ja, die Eigentumsverhältnisse, da ist einer im Internet gewesen, aber das haben sie gelöscht. Der sagte dann, haha, ne, ich besitze nichts, ich habe nichts, aber ich bin glücklich. Ne. Ja. Und wenn er was braucht, ne, eine Küchenmaschine, braucht man so einen Rührmix, ja, dann mietet er den. Ne. Dann im Smartphone spricht er dann rein, ja, ich brauche einen Rührmix und dann kommt da irgendwie so ein Oktopus angeflogen, ne, lässt da so einen Rührmix fallen, er benutzt den. Und dann hat er vielleicht auch ein Grundeinkommen, ne, mit so einem Haufen Punkte so. Und von dem Grundeinkommen wird er dann abgebucht. Ne. Also man kann da nicht beliebig viel und beliebig oft mieten. Man muss sich das schon überlegen. Ne. Muss ich, dann ist das eben halt anders, aber es ist nicht nix. Ne. Es ist anders. Anders, anders. Ne. Du gehst ja auch nicht immer da, wenn du rausgehst, da machst du da einen schönen Tag. Ne. Du fährst ja auch nicht immer in dieselbe Waldkneipe rein. Ne? Das ist ja dann langweilig. Ne? Dann fährst du in eine andere Kneipe rein, da ist das Essen vielleicht sogar besser und noch einen Tacken billiger. Ne? Ist dann eben anders. Aber es ist eine Kneipe. Ne? Und du hast deinen Ausflug, hast dein Späßchen gehabt. Ne? Ja, und dann kommen die hier mit diesem ganzen Kram an. Das hält es im Kopf nicht aus, das hält es im Kopf nicht aus. Und dann hier unten. Ne? Keine Kapitulation. Ja, was heißt denn Kapitulation? Naja, ist ja egal. Ne? Also Leute, das wollte ich euch mal erzählen. Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich hier reingegangen bin. Ja, warum habe ich denn heute hier? Weiß ich nicht. Vielleicht wollte ich in Wirklichkeit ganz was anderes, dass ich das nur vergessen habe. Na, ist egal. Ich meine, ich werde jetzt nächsten Monat 86 Jahre alt. Ne? So einen alten Opa, so ein Knopf, was kannst du von dem noch verlangen? Ne? Geht aus dem Haus, ne, steckt sich vorher Geld ein, ne, geht los und dann steht er da irgendwie vor der Apotheke und überlegt, was er da kaufen kann. Hat ganz vergessen, er wollte Brötchen holen. Ne. Ja, dann kommt er wieder, ne, hat er da Husselinchen gekauft. Ne. Die Frau und sagt, wo sind die Brötchen? Ah, sagt er, Moment. Und dann läuft er wieder los. Ne. Ah. Das ist wirklich doll. Das ist wirklich doll. Und dann diesen Weimarer Richter da mit seinem komischen Urteil. Ne? Hat da, weiß ich nicht, wie viele Seiten hat er da gemacht. Ne? War einer wegen Bußgeld, so ein paar Märkchen. Ne? Oder Eurochen, ne? Euronen. Ne? Der war da nicht mit einverstanden. Hat der Richter sich da nicht geguckt? Nö, sagt er, hier, guck mal da, hier haben wir eine Verfassung, und das wird alles mit den Füßen gedreht. Und hat ihn freigesprochen. Ne? Und jetzt waren sie da, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, ne, aber ich nehme mal an, dass das stimmt. Jetzt waren sie bei dem Richter gewesen, haben die Bude gefilzt, haben das Auto gefilzt. Ich glaube, sein Handy haben sie auch noch beschlagnahmt. Ne. Also selbst in Schuld, wenn er so doofe Urteile schreibt. Ne. Bin mal gespannt, in Heidelberg, ne, nicht Heidelberg, aber irgendwo da, puh,
im Rheinischen oder. Ne? Da war ja eine Richterin, die hat das genauso gemacht. Ne? Wenn sie jetzt bei der auch noch aufkreuzen. Ne? Der einzige Richter, der das richtig gemacht hat, das war der in Leipzig. Ne? Da habe ich Späßchen gehabt. Ich habe das Urteil, da habe ich mir ja runtergezogen. Ne? Da wollte eine Frau, dass ihr Sohn da oder was das war, der sollte keine Maske tragen in der Schule oder so. Und hat sie da randaliert und hat dann das Familiengericht da aufgescheucht. Ne? Der Richter hat sich das geguckt und hat gesagt, Mama, so geht das nicht. Ne? Wenn du deinen Sohn da nicht zur Schule schickst oder irgendwas machst da, ne? Nur weil der da mit den Masken nicht gefällt, dann ist er für die Volksgesundheit, ne? für das Kindeswohl. Ne? Dann werden wir dich erstmal bestrafen. Ne? Hat er ihr, glaube ich, so ein Bußgeld reingehauen, da von 18.000 Euro. Ich meine, 18.000 Euro, ne, hätte er ja auch mehr machen können. Da geht ja, glaube ich, bis 50.000. Also war er noch gnädig. Ne? Und dann hat er den Streitwert festgelegt, hat gesagt, wenn ich also jetzt hier was mache und würde dann das beziehen auf alle Schüler, weil man kann ja, wenn man für einen sagt, hier, du sollst das nicht, du darfst das nicht oder du musst das nicht, dann gilt das ja für alle da. Ne? Und das waren dann, weiß ich nicht, 420 Schüler, ja, und Streitwert pro Schüler, glaube ich, 4.000, ich weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung. Ne? Also auf jeden Fall kam er auf einen Streitwert von 4,2 Millionen. Das ist ein Hammer, ne? Da geht die Mutti dahin wegen ihren doofen Sohnemann, der da keine Maske tragen will, und kriegt einen Streitwert von 4,2 Millionen vor die Nase gesetzt. Ne? Hat er dann runtergesetzt, nachher nochmal runtergesetzt auf 500.000. Aber dann das Bußgeld, was sie bezahlen muss, ne? Weil sie da rumlölt, macht das Familiengericht verrückt. Ne? Ne? Und dann die ganzen Gerichtskosten dazu, das ist schon Hammer. Ne? Da kann man sich schon ein schönes Elektroauto verkaufen. Ne? Da musst du jetzt verzichten. Da musst du mal lieber da die Bußgeld bezahlen und die Gerichtskosten. Ne? Und die sollen mal richtig eingetrieben werden. Ne? Von wegen, die Leute machen da die Gerichte verrückt und alles und sagen dann hier tralalalala, ne? Nix. Ne? Und wer die Musik bestellt, der soll es auch bezahlen. Ne? Ne? Ansonsten, ja, wie gesagt, ich tut was für die Kinder. Ne? Ne? Gibt denen schön zu essen und zu trinken und einen Lolli. Dann ist das alles in Butter. Ne? Ja, da ist dann dieser eine Familienrichter, der da die ganze Gesetzgebung auf den Kopf gestellt hat, ne? Der behauptet ja immer noch, er hätte auch recht. Ne? Ist nicht meine Sache, habe ich nichts mit zu tun. Sollen die das ausfechten? Ne? Wenn der recht hat, ja, ist gut. Ne? Und wenn der andere Richter recht hat, ist auch gut. Ne? Ich war ja mal vor Gericht, habe geguckt, ne? Da waren zwei Leute, die stritten sich da, oben saß der Richter hörte sich da die eine Partei an und sagte, erzählen Sie mal. Ja, erzählte, oh, sagt der Richter, da haben Sie recht. Ne? Und dann kam die andere Partei und sagte, so, erzählen Sie auch mal, wie sehen Sie denn die Sache da? Ne? Ja, hört er sich das an, dann sagt er, ja, Sie haben recht. Ne? Ich war da mit so einer Trullein, ne, im Zuschauerraum, so eine vorlaute Mieze. Ne? Die schrie dann da in den Saal rein, ich kann doch nicht beide recht haben. Ne? Die Leute reden, sie haben auch recht. Ja, ne, alle haben so recht. Ne? Ja, Leute, also komm, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ne? Macht's gut, oder? Ganz gut. Seht zu, dass ihr ordentlich was zu essen und zu trinken habt. Man geht an die frische Luft, ne, holt mal richtig da. Und dann, naja, wenn sich da Leute aufregen und schreien, Maske, Maske, ne, dann setzt doch halt eine Maske auf. Ne? Setzt doch eine Maske auf. Was soll das denn? Ne? Man kriegt ja Luft. Ein bisschen schwerer. Soll auch nicht ganz gesund sein, weil man dann sein was ist das da? SO2 kann das nicht sein, ne? CO2 wieder einatmet, seine Abluft wieder einatmet. Und beim Auto wäre das auch. Und wenn der da vorne im Motor reinkriegt, statt frische Luft, ne? Wenn der da seine Auspuffgase reinkriegt wieder, dann möchte ich mal sehen, wie die Verbrennung ist. Ne? Das kann ja nicht hinhauen. Ne? Ja, noch was? Nee. Ich glaube, ich muss auf dem Klo. Ne? Also, tschüss. Ne?